Hallo, ich bin hier gerade kurz vor meinem Garten. Also ich gehe jetzt hin und ich wollte jetzt ein kleines Update machen. Also für dieses Jahr. Ich habe da noch nichts gepostet dieses Jahr. Und ja, also letztes Jahr wurde ich ein bisschen enttäuscht durch die Trockenheit und deshalb habe ich das dann nicht weiter abgedatet. Aber ich wollte euch mal zeigen, was ich dieses Jahr bisher so gemacht habe. So, hier Tomaten. Sieht man da? Und hier sind ein paar Chilis. Hier vorne auch Tomatenpflanze. Und die haben auch mittlerweile schon Blüten und Fruchtansätze. Das ist keine Tomate, das ist irgendein Unkraut. Also ich habe hier die ganzen Wildkräuter. Ich habe ziemlich viel davon stehen lassen. Und nur diese Wiesengräser, die reiße ich immer raus, also zum Beispiel jetzt hier sowas, zack, reiße ich raus, werf's hin. Und die ganzen blühenden Wiesenpflanzen, die versuche ich möglichst stehen zu lassen. Und die Ackerwinden, die mache ich auch weg. Also hier sowas kommt weg, sowas lasse ich. Hier Chili-Pflanze, da wieder Unkrautgewächs. Also am besten mit Wurzel ausreißen. Auch weg. Oh, da hat sich ja eine Tomate von selbst ausgesät. Die lasse ich natürlich. Ja, hier auch Tomate, Tomate, Tomate. Ich habe es dieses Jahr nicht so gemacht, dass ich so alles auf einen Fleck gesetzt habe, sondern meine Tomatenpflanzen, die stehen zum Beispiel hier vorne, so mit Lücken, und dass die so ein bisschen Halbschatten geben, wenn es dann größer wird. Und ja, hier habe ich so 12 Chilis, habe ich letztes Mal gezählt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, und da habe ich halt noch mehr. Und da habe ich auch schon den ersten Fruchtansatz. Jo, hier meine Erdbeeren, die sind mir letztes Jahr gnadenlos vertrocknet. Hier habe ich diese Mieze Schindler. Und da waren irgendwie die Ostara, da wo es jetzt hier ziemlich, ja, da wo jetzt nichts mehr da ist. Aber ich hoffe mal, dass das hier noch diese Mieze Schindler ist. Also so ein paar einzelne Erdbeerchen habe ich. Hier reißen wir wieder das Gras raus. Zack. Aber auch hier habe ich hier ziemlich viele blühenden Wildkräuter gelassen. Ja, dieses Jahr freue ich mich halt sehr, dass ich hier diese Kornblumen und Klatschmohn und sowas habe. Und deshalb reiße ich sowas auch nicht mehr raus. Jo, Erdbeeren. Ja, ich hatte ja vier verschiedene Sorten: Corona, Ostara, Mieze Schindler und dann nochmal so eine Sengana-Variante. Ja, Erdbeere. Gut, sie sind halt klein. Dann hier Kürbisse. Ich habe Butternut und Hokkaido. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich was habe. Der hat auch schon hier Blütenansätze, sind das? Oder auf jeden Fall so langsam wächst. Die waren ein bisschen klein gewesen, die Kürbisse, und haben dann nochmal einen kleinen Schaden gekriegt, weil es zu kalt wurde. Die brauchen es ja sehr warm. Jo, und die habe ich jetzt halt überall nur so kleine Löcher in die Wiese gegraben und hoffe dann, dass meine Kürbisse hier diese Wiese überwuchern. Ja, und das hat ja letztes Jahr nicht funktioniert, weil es einfach zu trocken war. Und ich habe ja hier keinen Wasseranschluss. Und ich habe dann ehrlich gesagt so circa die Flinte ins Korn geworfen. So, hier nochmal so ein kleines Kürbistrauerspiel. Hier auch. Es hat jetzt geregnet und ich habe nochmal Hornspäne überall an jede Pflanze dran geworfen. Ja, mein Kirschbaum. Der trägt zurzeit, bedienen sich die Vögel da in den oberen Zweigen.
Gleich werden sie wegfliegen, wenn ich hinkomme und mir meinen Anteil holen will. Ja, ich habe schon ein paar Kirschen gepflückt. Noch mehr Unkraut. Aber ich habe hier überall meine Chilis inzwischen reingesetzt. Überall Unkraut weggemacht. Hier probiere ich es nochmal mit Bohnen. Das sind diese Prunkbohnen oder Feuerbohnen. Und dann habe ich nochmal ein paar schwarze Bohnen dazu gesetzt. Ich glaube Cobra oder so heißt die Sorte. Die geben so etwas zartere Schoten. Also wenn man sie nicht nur als Kerne essen will, sondern als Schoten, sind diese Prunkbohnen ungeeignet. Weil die werden einfach zu, ja, die sind zu grob, so von der Außenschale her. So, ja, so ein bisschen Unkraut müsste ich dann hier schon mal zupfen. Ah, hier ist eine von diesen Ackerwinden. Raus damit. Und wie alles Unkraut schmeiße ich es einfach hin und lasse es vergehen. Gut, hier. Okay, das war jetzt so eine. Die hat einfach gestört. So. Das ist wieder ein Rettich. Und hier habe ich auch meine Salate. Auch, das sind so Pfirksalate. Die kann man ständig ernten. Das Gute ist, man braucht die auch gar nicht waschen, wenn man die unteren Blätter einfach stehen lässt. Habe ich diesen roten und diesen halbroten, sag ich mal. So. Und da hinten auch noch mal ein paar Chilis. Und hier versuche ich auch so ein bisschen Halbschatten zu machen mit Tomatenpflanzen, die ich halt hier vorne hingesetzt habe. Und auch Blütenansätze. Ja, ich habe dieses Jahr vorwiegend grüne Tomaten gesät. Ich weiß natürlich nicht, welche jetzt aufgegangen sind. So, hier wieder Unkraut, Tomaten und Chilis gemixt. Diesmal die Tomaten ein bisschen weiter hinten. Und hier wieder Chilis. So, kommen wir zu meinem Obstbaum. Normalerweise trägt er ja nur alle 2 Jahre, aber dieses Jahr hängt er wieder ziemlich voll. So sehen Kirschen aus. So. Ja, und der Baum ist ein bisschen kaputt gegangen. Also dieser Ast hier ist abgesackt und hat Risse. Tja, schade. Nämlich da in diesem Flieder wächst nämlich ein neuer Kirschbaum, genau wie hier ein neuer Kirschbaum wächst. Ich schätze mal, das sind die Nachkommen von dem Großen. Aber diese Kleinen, die tragen noch nicht so richtig. Aber da hängen auch so ein paar Kirschen hängen dran. Zack. Ja, und da ist auch irgendwie ein Obstbaum gekommen. Da hinter dem Bohnengerüst. Brombeeren blühen auch. Ja, da hat sich die Hecke so ein bisschen verändert. Die alten von letztem Jahr, die sterben ja immer ab. Hier, das sind so die Überreste. Und dann kommen dann hier überall die neuen Triebe. Ja,
Also, das war's erstmal und in 4 Wochen oder so mache ich ein Update und zeige euch, was ich für Tomaten habe.